Es kommt. Kommt. Genau. Und wie lange kennt ihr euch? Noch nicht so lange, oder? Oder? Machst du Holofine? irgendjemand hat gesagt, nee, du würdest mit Holofeeling so direkt nichts tun. Aber was ist Holofeeling? Holofeeling ist alles. Mhm. Das ist Quatsch, das auf ein Wort zu begrenzen. Holofeeling soll es ja nur sein. Ja. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin ja Augsburger ursprünglich. Ach so, wie der... Ja, Andreas ist auch Augsburger. Auch Augsburger, Puppenkiste. Mhm. Augsburger Puppenkiste, genau. Ja. Die DDR-Leute kennen sich aus, die haben Westfernsehen gehabt. Aha. Genau, die Puppas. Mhm. Und wieder, wie schon kurz erwähnt, Karate-Lehrer. Karate-Lehrer. Ja. Und 99, 2000, 2001, ich weiß nicht mehr so genau, kam ich nach Ellingen. Ach so, hast du Familie in Elling? Nein, übers Karate. Ach so. Über den Sportverein. Ach so. Und da habe ich halt... Das ist nicht Frau und Kinder oder so, nee, gar nicht. Freundin. Ja, das ist manchmal unsicher. Ja. Aber nicht in Ellingen, die sind in München. Ach so, ja gut. Okay. Ja, okay. Ah, jetzt da. Okay. Unterschreibt man. Ja, mach. Ja. Sie ist jetzt schon ein bisschen geknorpelt hier. Habe ich extra einen Stift mitgebracht. Ich habe nur hier an der alle mal unterschreiben. Wo willst du jetzt unser Name? Egal, ne? Einfach. Kommt irgendwo hin, wo du denkst. Das ist schon geil. Das habe ich schon aus, das haben wir jetzt irgendwo geschleppt. Gib eine mal allen. Einfach mal irgendwo unterschreiben. Ja, und dann bist du jetzt praktisch dort hängen geblieben. Ja, dann kam es so, dass ich man lernt auch Leute kennen irgendwie, einfach Leute und so, und dann bin ich mal eingeladen worden zu Hause bei jemandem einfach so, und dann hat er gemeint, kann man sich so unterhalten und so, und dann hat er gemeint, ach Mensch, ich hatte zwei Bücher im Regal stehen, und das war das Ich bin du und weiß, und das, du bist ich ein Spatz. Ja. Man hat gemeint, da gibt es einen hier, der wohnt hier. Genau, der meinte, das ist Gott. Und ja. Schwierig, jemand zu erklären, ne? So ungefähr. Also, das braucht meinen Kindern nicht erklären. Das ist der Udo ist Gott. Ja. Und das schreibt man machbar, fertig, einfach nur mal. Aber der hat da gemeint, da kann ich nichts mehr anfangen. Magst mal lesen. Ja. Gib mir die Bücher mit. So war das. Und das war's dann. Achso. Und dann bist du mit dem Udo irgendwie in Berührung gekommen. Dann bin ich auch mal hingefahren irgendwie. Achso, du von alleine. Also. Von alleine auch. Einfach so, spontan. Das war noch ein Erlebnis. Aha. Dankeschön. Ja. Ja. Ach so. Das war's. Oder das ist es. Ach so, willst du jetzt schon, sagst du, wisst ihr mal das ganze Gerät, was er tut? Ja. Irgendwann schon mal. Ja, na, na. Klar, ich muss jetzt aufhören, ich finde mich so ab. Ja. Wenn ich wieder so besoffen die Hand verpackt, dann muss ich jetzt gleich hin. Die haben mich so abgedeckt. Ist es ja immer, die machen immer alles. Ich lasse alles mit mir machen. Weißt du, was ich manchmal habe? Ich habe dann am nächsten Tag Schuldgefühl dabei. Wie? Scheiße, was hast du wieder gemacht? Hast getrunken? Ach, war. Ja, mir ist gut, ja, das nett. Das sag ich jetzt. Das nett ist ja, ich muss nicht hingehen, ich bin ja so schwach. Ich meine immer, ich bin so schwach, vor allem mit dem Essen. Dann bin ich so fett, ich fühle mich immer so ein grenzenlos fett. Und dann meinen, da bist du schwach. Super, ich weiß nicht, das gehört sich richtig gut an. Nein, wir sind ja alle manchmal noch so, weißt du? Aber den Kleinen muss ich jetzt da reingehen in meine Kiste. Was soll denn mal da hin? Du, aber Karate, du machst direkt Karate. Karate? Ja. War immer so mein Traum, ne? So, ich habe Ableistungssport gemacht, also Akrobatik. Hab immer so für mich gedacht, Karate, so Geist fokussieren muss. Ja, das ist was. Auf jeden Fall. Auch top. Einfach von vorne. Einfach so, wie du denkst. Ja, wie ich kann. Ich immer so gedacht, das ist eigentlich das, was du so... Schön. Ja, das ist albern. Ja. Das geht eigentlich jetzt. Und das wollte ich so mit zur Arbeit nehmen. Das mal so rein. Du bist ja verrücktes Etwas. Was? Du bist das verrücktes Etwas.
Weil ich finde das so schön, das zu übersetzen, mal einfach aus dem Westen. Das ist eh, wo die Besten sind überhaupt nicht da. Gutmann wäre zum Beispiel vollkommen das beste Weizen der Welt. Gutmann aus Dittingen. Das ist Sachsen. Das ist doch Sachsen. Ja, ich weiß es nicht, woher. Jedenfalls fällt mir sowas ja irgendwie. Gutmann ist Franken. Ja, und du musst mal gucken, aber da musst du es gucken. Es ist übrigens die Gutmann-Brauerei. Ist Kreuzberg 1. Ja, ja. Und dann ist der Kreuzweg, wo ich gesagt habe, musst du unbedingt einmal gehen. Ja, ja, ja. Ja, kann. Aber dann guck doch mal, hier, auch mit diesen Kalorien, das haut alles hin. Ich habe mir da mal eins angeguckt. Pass auf, jetzt nicht genau. Andrea, für jeden von euch, wenn ihr was versucht aufzubrechen und es haut nicht hin oder es ist was unklar, liegt es nicht daran, dass es nicht zusammenpasst, sondern du hast noch nicht diesen extrem offenen, flexiblen Geist, alles dir in der Perspektive so hinzudrehen, dass es stimmt. Da brauchst du einen Grundwortschatz. Genau. Das ist mit Autonummern, wo ich dir sage, das geht nicht, dass man alles auffächert. Das ist, du lächelst nur, aber ich sage immer nur, wenn ich jetzt spazieren gehe und du hast einen Grundwortschatz und wir spielen mit den Farben und immer wieder materielles Denken und geistiges Denken ist genau gespiegelt. Du hast, wie oft ich das wiederhole. Pass auf, bitte nochmal ein Beispiel. Materiell gesehen, ich gebe dir ein 500-Teile-Puzzle. Okay. Dann wirst du das 500-Teile-Puzzle viel leichter zusammensetzen können, wie ein 5000-Teile-Puzzle. Weil umso mehr Teile du kriegst, umso schwieriger wird es zusammenzusetzen. Geistig gesehen auf deinem Wortschatz, was du merkst, umso größer dein Wortschatz wird, umso leichter siehst du die Verbindungen, die zwischen diesen was die verbindet. Das heißt, dass umso größer dein Wortschatz wird, umso mehr merkst du, dass das aus einem Guss ist und hast du nur wenige Worte, haben die den Einschauen und kriegen nichts miteinander zu tun. Weil du die Zwischenbastelstücke kriegst. In feineren Stufen. Aber Udo, du hast doch mal geschrieben, dass die Zahlen auf einer Ebene erschaffen und die Worte auf einer anderen Ebene. Das also, kannst du nicht trennen. Kann man das nicht trennen. Das ist immer gleich. Das immer ist immer wieder mit einer Matrix. Das ist das einmal, pass auf, um eine einfache Metapher zu nehmen, die du vielleicht mit deinem Intellekt nachvollziehen kannst. Das Satz am Anfang war das Wort. Ja. Alles, was geworden ist, ist Wort. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt nimmst du, wenn du heute mit Computer arbeitest und ich betone, der Computer ist nur deshalb in deinem Traum aufgetaucht, weil du jetzt die Reife hast, anhand dieser Metapher des Computers, das, was du Mensch nennst, zu verstehen. Nur du, Geist, kannst verstehen. Ja, ja, klar. Nochmal, wenn du an einen Computer denkst, denkst du an ein Gehäuse, an einen Computerchip, an eine Software und Darstellung. Wenn du an einen Menschen denkst, denkst du an einen Körper, Gehäuse, an ein Gehirn, an einen gewissen Intellekt und auch dein Bewusstsein, das darstellt, bloß dass jetzt natürlich der menschliche Computer nicht nur Bilder und Töne hat, sondern auch Gefühle, Temperatur, Wut, Hass, das können wir alles programmieren. Es ist bloß in der materiellen Welt kannst du es nicht darstellen. Beides wird von dir ausgedacht und wie gesagt, der Computer ist nur deshalb in dir in Erscheinung getreten, dass du mehr über dich verstehst. Das ist jetzt die Entwicklungsstufe deines Geistes. Wenn wir wieder raumzeitlich waren, ich habe das im Herweg gesagt und wiederhole ich das nochmal. Ich rede jetzt nur als Udo. In dem Alter, wo ich bin, und das kannst du jetzt nachvollziehen, pass auf, der Udo war 1976 das erste Mal in Amerika. Mhm. Jetzt 76 sieht für ihn anders aus wie für uns. Ja, für mich habe ich es noch gar nicht erst gesehen, würde ich sagen. Nee. Ja, pass auf, jetzt pass auf. Wenn du dich jetzt 76 zurück, 1980 habe ich mich selbstständig gemacht. 1980, wenn ich jetzt an Weißenburg denke, und Weißenburg ist die Eigenart, Weißenburg hatte 1980 laut Statistiken, die ich jetzt wieder überprüfen kann, praktisch genauso viele Einwohner wie jetzt. Das ist mein Supermarktbeispiel, wo ich bin. Was jetzt wichtig ist, ich weiß, dass, wie ich mich selbstständig gemacht habe, wenn ich mich jetzt als Udo normal, wie du dich zurückerinnerst, ich bin als junger Bursch in die Disco gegangen, zum Tanzen gegangen, mal Vorstellung, ich habe Auto gefahren, stereolang, gebastelt, war 4 Jahre auf der Fachschule des Heeres für Elektrotechnik und Elektronik, bin gerade von der Bundeswehr rausgekommen. Rein meine Erinnerung jetzt in den normalen Übergriff des Weißenburg, das ich mir jetzt denke, und des Weißenburg von 1980 mit Tanzen, Kneipen, ist komplett dasselbe Weißenburg. Ja. Wenn ich jetzt aber in meinen Speicher reingehe, es hat 1980 keine Handys gegeben, keine. Und jetzt halte ich fest, 1980, garantiere ich dir, wird keiner widersprechen, in ganz Weißenburg, das ist eine Kleinstadt, hat es nicht einen einzigen Laden, kein Geschäft, weder eine Bank, noch eine Zeitung, noch sonst wer, dass in Weißenburg irgendwo ein Computer gestanden wäre. Nicht, dass es 80 keine Computer gegeben hätte, es war 1980,
deutschlandweit der Computer noch nicht in keinster Weise irgendwie etabliert, dass man in einem Geschäft Computer hat es gegeben, wie C64 und mal 76 schon gehabt, zum Spielen an Universitäten oder wirklich nur in Großbanken, in Zentralen. Und ich gehe mal einen Schritt weiter jetzt für Film, für Cineasten. Man kennt vom Hörensagen diese Watergate-Skandal. Da ist ein Film gedreht worden mit Dusty Hoffman und mit Robert Redford und der spielt 1975 war das, 76, wie ich nach Amerika geflogen bin, und der spielt über die Watergate-Affäre. Muss man jetzt nicht wissen, vom Hörensong hat man das Wort zumindest schon gehört. Was entscheidend ist, das sind zwei Journalisten, die das aufgedeckt haben, im Film gespielt von Dusty Hoffman und Robert Redford. Und da geht es um die Washington Post. Die Washington Post war 1976 die größte Tageszeitung der Welt. Und das ist natürlich in der Washington Post, die zwei Journalisten in der ganzen Washington Post, in der größten Tageszeitung der Welt, war 1976 kein einziger Computer gestanden. Ich will dir nur sagen, was ich rede. Und jetzt für uns, die ja, wenn älter sind, wenn du jetzt an 80 denkst, hast du das Gefühl, dass die Welt anders war wie jetzt, dass irgendwas nicht funktioniert hätte, dass was verkehrt gelaufen wäre? Für ihn, der nur Welten mit Computer kennt, kannst du dir vorstellen, dass die Welt genauso war wie jetzt, ohne Computer, ohne Handys? Weißt du, was ich meine? Und wo ich dann ja mein Supermarktbeispiel immer nehme, ihr kennt das vom Hörensong, es ist ja noch viel krasser, wenn ich sage, wenn ich jetzt denke, ich laufe jetzt im Gedanken, 80 ist ja für einen, in unserem Alter eben die Welt weg. Was ist das? Das ist ja Klacks. Wenn ich jetzt da in Gedanken laufe und ich mache mir jetzt in Erinnerung, was hat es da mal Supermärkte gegeben? Das ist ja mein Supermarktbeispiel. Und ich sage jetzt rein, wenn ich mir jetzt Weißenburg vorstelle, wohlgemerkt, wenn wir jetzt auf das Stadtarchiv Weißenburg gehen, 1980 hatte Weißenburg, glaube ich, 17.000 und ein paar zerquetschte Einwohner, jetzt haben es 18.800, also es ist rund 1.000 Einwohner mehr. Lächerlich. Rein verderbliche Lebensmittel. Das heißt Milch, Quark, Käse, Fisch. Gemüse, die Gemüseläden, die Abteilungen, habe ich in einem nochmal gesagt, vorsichtig geschätzt, garantiere ich dir, der jetzt in Weißenburg ungefähr 20 mal so viel Lebensmittel jeden Tag, wenn ich jetzt Durchlauf angeboten werden wie vor, wie 1980, bei derselben Einwohnerzahl. Können dieselben Einwohner 20 mal so viel fressen oder wird 20 mal so viel weggeschmissen? Jetzt pass auf, ich habe aber einen riesen Denkfehler, muss ich mir eingestehen, ich habe das, weil ich ja sehr genau bin, immer wieder überdenkt und ich muss diese Zahlen extrem nach oben korrigieren. Es bezieht sich auf Weißenburg, was ich aber vergessen habe, dass 1980 das ganze Umfeld, das heißt die Orte vorher, Ellingen, Pleinfeld, in 7 bis 8 Kilometer um mich, da hat es überhaupt nichts gegeben, die sind alle nach Weißenburg zum Einkaufen gefahren und jetzt ist es, wenn du nach Ellingen fährst, ist die nächste Norma. Wenn du 7 Kilometer weiter fährst, ist ein Lidl, eine Norma und überall schon 6 Kilometer sind nochmal Supermärkte, die habe ich gar nicht, die sind ja auch nach Weißenburg gefahren. Und du merkst, das merken, was noch viel krasser ist und jetzt kommt der Hammer, Zahnärzte. Ich kann dir gleich definitiv sagen, vielleicht weiß ich einen nicht mehr. 1980 hat es in Weißenburg ungefähr 4 Zahnärzte gegeben. 4 oder 5. Für die ganze Stadt. Wenn du jetzt ins Telefonbuch reinschaust, ich möchte dich allerdings, ist glaube ich 25. Jetzt ist die Frage, bei Ärzten müssen wir gar nicht, ich weiß, hundertprozentig sicher, 1980 war in ganz Weißenburg ein allereinziger Heilpraktiker, der Liebig. Einer. Mittlerweile liegt sich die Zahl bei über 30, laut Telefonbuch. Es ist immer wieder, dass du plötzlich merkst, werden die Leute immer kranker? Entweder haben die sich damals eine goldene Nase verdient oder die verdienen jetzt gar nichts, aber gerade immer mehr. Das sind immer, was du liest, was du weißt, du kannst nur das kriegen, was du kennst. Wer kennt das Gefühl nicht, pass auf, habe ich hier und jetzt gestern schon mal gesagt, du sitzt in einem Wartezimmer und blätterst in dem Wartezimmer in einem Lesezirkel in einer drittklassigen Frauenzeitschrift. Nimm dich einmal wirklich, fass dich an die Nase. Du blätterst in irgendeiner Frauenzeitschrift, was ja eigentlich eine qualitativ drittklassige Informationsquelle ist, oder in der Bildzeitung, oder egal wie. Du schnappst im Vorbeigehen einen Artikel auf, wo du liest, in irgendeinem Zusammenhang, dass in Amerika jetzt Wissenschaftler entdeckt haben, das bla bla bla. Einige Zeit später bist du mit Freunden zusammen, ihr sitzt am Tisch, zum Beispiel beim Grillen, und plötzlich behauptet jemand etwas, das genau dem widerspricht, was du hier aufgeschnappt hast beim Lesen der Frauenzeitschrift, und du fängst mit denen an zu diskutieren und versuchst denen zu erklären, dass er nicht recht hat, weil du weißt ja, dass in Amerika bewiesen wurde, dass das so und so ist. Was ist eigentlich die Ursache, dass du plötzlich anfängst zu streiten, dass der nicht recht hat? Weil du rein zufällig beim Durchblättern einer drittklassigen Informationsquelle im Überblättern was aufgeschnappt hast. Und jetzt kann ich sagen, der Geist, der mir jetzt zuhört, egal welche Personifizierung du angenommen hast,
wenn das bei dir nicht so ist, wenn du mal dich wirklich durchrastest wie ein Virenscanner und du sagst jetzt, nee, das war bei mir nie, wer keine Schuld hat, war für den ersten Streit. Ja. Und ihr werdet immer mehr deine eigene Schizophrenie bewusst. Das stimmt oder nicht? Das ist wirklich so. Dass du streitest mit Leuten und was als wahr ansiehst, was du, wenn du mal genau schaust, wieso glaubst du das eigentlich? Du hast dir das eingefangen wie ein Virus. Du hast dir das angefangen wie ein Virus. Musst du dich nicht erheben, seit wann kannst du nicht. Wie der Name schon sagt, gutes Fleisch, MT, MET. Sondern auch noch MET, das heißt, das kommt von Zeit. Das tote Fleisch kommt von Zeit. Für all vollkommene Liebe gibt es, mag ich nicht, gibt nee, es nicht. Nicht. Weil mag ich nicht heißt Magie, nicht ich. Ja. Ja. Gestalt gewordener Geist. Das heißt, Grillfleisch gibt man mit zurückhalten. Gibt es halt noch Grill, ne? Ja. Ich liebe Grillen. Nein, weil ich habe ich so selten. Das ist eben, weil ich ganz, ganz selten auf Fleisch gestern schon. Sie hat gestern der Kastler gemacht, der Kastler. Habe ich früher mal gesagt, wenn wir im Garten waren, habe ich gesagt, hör, riechst du es unseren Nachbar grillen oder hörst du es unseren Nachbar grillen? Du, aber Essen ist was Schönes, ehrlich gesagt. Du sagst, denn Sein ist was Schönes. Ja, okay. Das hebräische Wort für Essen ist ja Sein. Akol. Ja. Akol. Das heißt eigentlich auch, wenn du alle als Wurst bist, ich werde alles. Ja, also ich esse gerne. Und Kol wiederum ist ja 20, 30. Ja, 50 dann. 20 als Vorsilbe heißt wie Licht. Und das ist die 50, das heißt, wie Licht ist jetzt das blaue Licht, das zu existieren anfängt. Wobei man immer wieder sagen, Licht hat noch keiner gesehen. Du siehst immer nur das, was das Licht als Form hat. Was sehe ich da, was manchmal in meinem Kopf ist? Ich sehe manchmal nicht. Immer nur dich. Nicht. Immer nur dich. Die Form von deinem Geist. Manchmal so. Du siehst die Formen von deinem Geist. Das, was sieht, ist etwas, was du nicht denken kannst. Mhm. Und was du denkst, deine Information. Auch das hier. Versuch, Helga. Das ist manchmal ganz hell. Ich finde ein Beispiel, ja? Vielleicht habt ihr schon einen Vortrag fertig gemacht. Wenn einer meint, Deutsch und Hebräisch. Ich sage euch nochmal, ihr seid in einer Matrix. Ihr seid in einer Matrix. Und in der Matrix, das ist definitiv so, das ist ein Programm. Ja. Mhm. Im Anfang war das Wort. Ja. Ja. Alles, was geworden ist, ist Wort. Programme sind auf Dateien, wir sagen jetzt einfach mal, Dateien sind eine DVD oder ein USB-Stick. Und jetzt ist es so, dass die Datei, wenn du in die Ursprung der Programmierung gehst, wenn du jetzt sagst, der Programmierer kennt sich aus, ich sage dir jetzt erstmal, wenn du wirklich eine Ahnung hast, selbst die aufwendigsten Programmierer haben keine Ahnung vom Computer, es sind nur immer Facetten von Facetten von Facetten von Wissen. Der Udo, wie Computer kommen sind, ich habe früher zu meiner Zeit, ich habe jetzt keine, als Udo jetzt, als normaler Udo, den ihr euch ausdenkt, ich würde nie sagen, ich bin ein Computerfachmann, ich bin einfach nur ein interessierter Anwender, weil sonst musst du dich zum Fachidioten machen. Mhm. Aber wie Computer kommen sind, ich habe sehr früh mit Computer angefangen, da hat es noch keine Programme gegeben. Mhm. Und ich weiß, als ich habe 1973 mein erstes Programm geschrieben, ach schon noch viel früher, wo ich dir erzählt habe, als Kind mit 12 Jahren habe ich mein erstes Programm geschrieben, da habe ich gebaut, Kosmos Computerbaukasten 73 mit Schaltern. Man weiß mit Allgemeinwissen, was in einem Computer nur Schalter sind, es gibt nur Ein- und Aus. Mhm. Und dann mir über den Kosmos Computerkasten, wie eigentlich Programmieren funktioniert, es nur Schalter sind mit Und- und Ohrgatter, habe ich also hier in der Schule, wo ich da noch gebaut, den ersten Computer aus Schaltern, doppelpolige Umseite, das Streichholzspielchen. Das heißt, du kennst vielleicht, wir legen 15 Streichhölzer hin. Und du darfst ein, zwei oder drei wegnehmen, du nimmst weg, ich nehme weg, du nimmst weg, ich nehme weg und wer das letzte nehmen muss, der hat verloren. Und da habe ich dann konstruiert, das waren 15 Schalter in einem kleinen Kästchen und drei Lämpchen und ein Taster. Und jetzt kannst du, wenn du anfängst, sage ich, die Streichhölzer, die du wegnimmst, eins, zwei oder drei, legst du Schalter um. Und wenn du jetzt sagst, ich nehme meine wegen drei, dann musst du kurz auf den Taster drücken und dann leuchten eins, zwei oder drei Lämpchen auf und die musst du jetzt umlegen für den Computer. Und dann darfst du wieder wegnehmen, kannst du vorstellen? Und wer das letzte nehmen muss, hat verloren. Und da habe ich das erste große Geld verdient an der Schule, weil 99% verloren haben.
Das heißt nur, du musst das Prinzip wissen, und das sind nur Schalter gewesen. Aber doppelpolige Umschalter, das geht nur mit Schalter. Und jetzt pass auf, das Wichtige ist, das ist ein und aus. Und ein wirklicher Computer arbeitet ja nur mit Milliarden und Abermilliarden von Schaltern. Und dann ist dann weitergegangen, wie ich dann zum Lernen angefangen habe, das war so 74, dann war das, da hat es diese Elektroniker, weißt du, die 74er Serien ICs, wo eigentlich Schalter, die UND und OR da drin sind. Und da war das erste, war das berühmte Bing, wo ich nachgebaut habe, dieses die zwei, wenn man das sich noch kennt, mit dem, wo ein Ball hin und her geht, ist Dennis, und du hast nur zwei Regler, und tück, das erste Computerspiel, und das habe ich nur mit Schaltern mit 74er Serie nachgebaut. Da war ich interessiert. Was jetzt ist, ist eine Ebene, dass die jetzt programmieren, musst du wissen, selbst wenn eine Videospiele programmieren, es ist, wie definiere ich Programmieren? Bist du auf dieser untersten Ebene, wo du mit Schalter arbeitest, alle, die jetzt Programmierer sind, die benutzen Programme zum Programmieren. Mhm. Und die Programme zum Programmieren sind in der Regel auch schon wieder Programme, die mit Programmen geschrieben worden sind. Stimmt oder stimmt? Du bist jung, du kennst ein bisschen mit Computer. Nein, rein vom... Weil das immer wieder, das waren Checkboxen gebaut, wo das erleichtern. Ich kann euch gleich sagen, mit Hugo Feeling ist losgegangen, mit der Eva Maria, das war 99. Dann hat Rosa der Computerfirma gehabt für Computer. Die hat auch natürlich Programme zum Programmieren, und dann ist hier um den Zeitraum sind die ersten Internetseiten gekommen. Und das war dann die Versuchung bei ihm, auch immer hin und her, dass es war nicht genügend Programmierer da. Und damals, wenn du ungefähr 98, 99 ein bisschen eine professionelle Internetseite haben wolltest, ungefähr zwischen 12.000 und 15.000 Mark musstest du auch geben, dass irgendein Fachmann dir die programmiert. Du hast eine einigermaßen ansehnliche Internetseite 1999 nicht unter 12.000 bis 15.000 Mark bekommen. Und da war ein Programmierer, der Ahnung hatte, Stundenlöhne 150, 180 Mark. Das war eine Geldquelle, weil es keiner gekonnt hat. Und das war, der hat Holofeeling gemacht, und das war die Versuchung, wo dann voll wieder, wo ich sage, wie immer wieder die Versuchung kommt. Jetzt ist es so, dass jeder Idiot, der keine Ahnung hat, schau einfach ins Werbefernsehen 1+1 oder was, kannst du dir innerhalb von 5 Minuten in einem Baukastensystem eine eigene Internetseite programmieren, weil das ein Programm ist, wo jeder Idiot mit dem Programm seine Internetseite machen kann. Aber die müssen ja auch das geschrieben werden, das ist diese Entwicklungsphase. Und das ist, egal was Programme sind, es sind in einem Programm, jetzt denk dir einfach mal in deiner Logik vom Hörensagen, was du kennst, was ist auf einer DVD drauf? 0 und 1. 0 und 1. Und jetzt pass auf, interessant. Ich mache jetzt vielleicht, das ist bei dir ganz alt, aber ich kenne das ja noch an der Fachschule Heereselektronik, habe ich noch lernen müssen. Jeder kennt für euch dieses, ich mache nur ein Geräusch. Mosse-Alphabet. Was ist das? Das ist, du machst 0 und 1 und aus einer gewissen Sequenz von 0 und 1 machst du einen Buchstaben. Und die Sequenzen vom Buchstaben wieder, was immer 0 und 1 sind, machst du ein Wort und dann machst du Sätze draus. Im Anfang war das Wort. Alles, was du auf deinem Computer siehst, besteht aus 0 und 1, die dann in irgendeinem gewissen Rhythmus zu Buchstaben waren, die Buchstaben waren zu Worte. Ja. Du merkst, auch hier stimmt, im Anfang war das Wort in der untersten Substanz. Ja, ja. Du musst nur die Symbolik verstehen. Ja, ja. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir einen ganzen Schritt höher, wenn du das Deutsch hörst, was ich euch jetzt sage, ihr kriegt mit Holofeeling praktisch ein Programm zum Programmieren, wenn du das verstanden hast. Die Details müssen euch gar nicht interessieren. Ich behaupte jetzt einmal, das ist eine Erscheinung. Ihr wisst, was ich meine, lasst es stehen. Ich brauche noch die Erscheinung. Da ist ein Ich. Gibt es eine kleinere Erscheinung nehmen, dann können wir es besser sehen. Eine kleine Erscheinung. Ich sehe doch, das ist so auch. Das ist eine, nein, das ist, wirst du jetzt gleich merken. Okay. Das ist eine Erscheinung, okay, und da ist ein Geist. Mhm. Ich schreibe es einmal so, ich zeige es euch dann, dann kann ich das besser schreiben. Okay, ihr könnt gespiegelt denken. Okay, da ist ein Geist, da ist eine Erscheinung. Immer zwischen Geist und Erscheinung brauchen wir, schau die Tafel an, brauchen wir ein Programm, ein Ich. Okay? Ja. Geist, Ich und Erscheinung. Mhm. Wenn wir das jetzt so sehen, machen wir das auf. Geist, Ich und Erscheinung. Mhm. Wenn jetzt der Geist, gib mir deine Hand, göttliche Öffnung, der Geist verbindet das Ich mit der Erscheinung. Schauen wir, was da steht. G-W-Ich. Schauen wir, was, ihr könnt euch jetzt reindenken, was passiert. G, der Geist verbindet,
verbindet sein Ich mit der Erscheinung und dann entsteht in dem Moment automatisch Gewicht in dir. Wenn du jetzt meinst, es ist wieder Zufall, dann hast du den Udo noch nicht erkannt. Ja. Du brauchst Deutsch und Hebräisch. Ich mache dir das mit ein, dass du merkst, dass die Sprache wirklich auch Gefühle, alles erzeugt, so wird es programmiert. Und einer, der von vornherein sagt, du wirst jetzt meinen, du musst neugierig werden, der hat schon verloren. Den kannst du schon abhauen. Du musst sagen, ey, stimmt ja eigentlich, kann Zufall sein und ich scheiß dich mit Zufällen zu, wenn du das meinst, in jeder Kleinigkeit. Und du musst das Grund, du musst das keine einmal eins lernen. Du kannst dich auch am Leben erfreuen, ohne das zu wissen. Mir kann das schmecken, ohne dass ich weiß, warum mir das schmeckt. Das ist, ich freue mich. Ich freue mich so. Und ich finde das so spannend. Das ist, und jetzt ist es irgendwann einmal nochmal. Das sind die Filme interessant. Du fieberst mit Zuschauer, Film, du der Zuschauer. Und jetzt ist es, wenn ich Zuschauer bin, kann ich den Schmalz, den Liebesfilm und denke, oh, heute kommt der spannende Film. Wieso gibt es denn die freuen sich auf einen Gruselfilm? Ist das nicht bei was? Und dann doch wieder die eigenartige Mischung. Denk an dieses mit der Folter. Dieses vom Angewiderzeigen über. Und irgendwie ist eine Spannung da. Spannung ist Leben. Und dann, was soll mir das sagen? Dass du merkst, wie die Moral trifft, wie man selber sagt, dass voll gegen voll, und dann plötzlich dieses Aufwiegen. Darf ich ein Menschenleben aufwiegen gegen 7 Millionen Menschen? Ihr erinnert euch an das Abdenken, wie das hin und her schwingt. Oder wenn man Revolver mit bewusst anschaut, hier der im Aufzug dann, Aufzug, hier dieses Selbstgespräch, ich dann, wo ich bringe, du wirst mich nicht los, aber ich bin nicht du. Es ist doch, wer schaut es an? Nur ich. Das einzige konstante Parameter ist der bewusste Beobachter. Und es ist jeder Film, wo in den Raum, vergesst es erschaffen, dass irgendeiner vorher, der nach Adam Riese, Adam, ihr könnt, wenn ich euch Einstein, egal was ich sage, egal welchen Namen, und jetzt kommt immer wieder, wenn ich jetzt nur das OP, es ist nicht nur, wie gesagt, dass das Bereshit das Ende, wenn ihr den Schluss von der Holo Arithmetik lesen habe, wo ich immer sage, die ersten Buchstaben in der Bibel sind die letzten, das ist mein Name, da steht Bachelor. Wir können doch noch weitermachen, ich mache das zum Beispiel mal so. Ich zeige es euch gleich, müsst ihr euch nicht her. Genau. Wenn ich jetzt Bachelor hinschreibe, P, Ed, das ist natürlich farblich, ihr wisst, könnt ihr euch vorstellen, P, Ed, Schinner, Ed ist das, was wir jetzt, wer jetzt 70-400, das ist praktisch die augenblickliche Erscheinung, da ist ein Wissen, eine augenblickliche Erscheinung und eine logische Rationalität. Magst du die Zeit, die augenblickliche Erscheinung weg, dann steht doch noch B, Schinner, Becher. Sollen wir jetzt einmal im Wörterbuch nachschauen, was Becher heißt? Das heißt Bedeutung, Sinn, Erklärung, Auslegung. Das ist der Becher, ist die Erklärungs- und die Deutungsregel. Die Deutungsregel. Ich verdeutsche euch alles, ich erkläre euch alles. Und wir werden jetzt in dem Programm mal nachgehen, dass ich ja, wenn ich sage, ich bin ein Betschaft, Betschieren. Der Name Betschieren, Betschaft im Hebräischen, ist auch Siegel, der Sieg Gottes. Das schreibt sich hier folgendermaßen. Pass auf, diese Radix, das ist das hebräische Wort für Siegel. Chet Waf TM. Chet Waf TM. Was viele nicht wissen, dass die Grundradix ist Chet Waf, die Chava, die Eva, die Chava. Das ist die Grundradix, wo drin steht, wobei Chava, das Wort Eva im Langenscheid zum Beispiel, wenn du Chava nachschaust, steht nicht Eva. Können wir uns alles anschauen, weil die nahezu keine biblischen Namen im modernen Langenscheid anzeigen. Chava heißt laut Langenscheid erst einmal auslegen, aussprechen, ausdrücken. Jetzt ist deine Eva, ist, wo ich dachte, die Frau ist erst einmal dein Programm. Und was du aussprichst, nach außen sprichst, was du nach außen drückst, was in dir auftaucht. Das ist das Erste, das macht die Eva. Dann heißt es auch im Langenscheid, heißt es ein Erlebnis haben, dann fängst du an, was zu erleben, wenn du was nach außen drückst. Und ein Gehöft, einen persönlichen Besitz bekommen. Einen persönlichen, das heißt, ein Diaprojektor hat jetzt sein, was er projiziert, ist ein persönlicher Besitz, was er ausdrückt, was er nach außen spricht. Okay, ausspricht. Das ist das dritte Gebot in der Bibel, wird übersetzt, du sollst den Namen Gottes nicht entheiligen. Das heißt, in dem Moment, wo du diese Konsonante Radix, was jede Juden machen, wenn sie ihre Dora vorlesen, wie die Fchen hier nach Fchen, Hospitalismus, das ist dann in Heiligen die, weil Konsonante ohne Vokalisierung kannst du nicht aussprechen. Was sprichst du, wenn du jetzt hier hast, jetzt kann man das W als Waff ist ein Halbvokal, das geht nicht. Du musst was hinzufügen, du musst Vokale hinzufügen und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Wort aussprichst, entheiligst du das Wort. Ja.
wenn du eine Erotik siehst, ja, und ihr wisst, ich habe immer wieder zigfach schon gesagt, mein Standardbeispiel ist diese Erotik Penny. Das ist entweder Gesicht, wenn du Panim sprichst, auch Langenscheid, heißt Panim Gesicht, Angesicht, Aussehen. Und wenn du Penim sprichst, heißt es Inneres. Ja. Diese Radix Bnim, L, Bnim, mhm, wobei das L, ich mache schon beim L, das Aleph ist ein lautloser Konsonant, so wie das Ayin. Mhm. Für die, die es nicht wissen, erkläre ich das nochmal. Im Hebräischen gibt es zuerst einmal nur Konsonanten, mhm, und dann gibt es hier diese zwei lautlosen, das ist 1 und 70, und es gibt J und Waff, was sogenannte Halbvokale sind, ja, weil das J ist ja eigentlich I, ist ja ein Vokal, wobei das auch oft als E ausgesprochen wird. Aber ich komme mal kurz zum Aleph. Aleph ist ein Konsonant, ein lautloser, mhm, und pass auf, sagst du mal, wenn ich jetzt sage P, ich mache mal K, das sind jetzt reine Konsonanten. Du lernst natürlich in der Schule, dass du zum P, B sagst, zum K sagst du K, ja, du könntest auch K, Ki, Ko, Ku, der eigentliche Konsonant ist K. Das kann auch vorne sein, wenn du zum Beispiel M sagst, du M. Du könntest auch Om oder Im sagen. Der Konsonant ist das M. Aber um das Fließen zu machen, brauchst du Vokale. Okay? Jetzt ist es ganz einfach. Auch das Aleph ist ein Vokal, aber ein lautloser Vokal. Wie musst du das vorstellen? Im klassischen Jüdischen sagt man, Aleph ist nur das Mund aufmachen. Das ist Aleph. Und so wie wenn ich jetzt sage, der Konsonant P ist P. Und jetzt ist es zum Aussprechen, sagst du E. Du könntest auch A sagen oder I sagen. Der Konsonant ist P. Beim Aleph ist der Konsonant P. Und so wie du beim P E hinhängst, machst du E. A. I. Du hörst nur das, was du dranhängst. Das eigentliche Konsonant ist das Mund aufmachen. Ja. Darum ist es ein lautloser Konsonant. Darum kann das Aleph sämtliche Vokale annehmen. Aber verwechselt das, was du dranhängst, nicht mit dem, was das Aleph ist. Ja, ist das Aleph, ist immer das. Das ist ganz simpel. Und jetzt ist es das dritte Gebot, du sollst den Namen des Scham, Shin-em, die Logik des Meeres, nicht den Heiligen, das ist in dem Moment, wo du einseitig wirst, wenn du Worte aussprichst. Und darum mache ich immer wieder, wenn du weißt, was ich euch beibringen will, wenn du eine konstante Erotik siehst, siehst du viele Möglichkeiten gleichzeitig, und sobald du jetzt eine Vorstellung hast, bist du einseitig. Was, wenn du das bewusst machst, wenn ich sage, der Henkel ist rechts, und ich behaupte nicht, eine Tasse hat den Henkel nur rechts, bin ich nicht einseitig, sondern ich bin mir bewusst, dass ich von dem Konsonantenradix, und jetzt merkst du bei Benim, dass das die G-Sicht, die geistige Sicht, ist immer in deinem Innern, dass das Wort Inneres und die geistige Sicht eigentlich nur zwei Perspektiven von etwas sind, was ich nennt, okay? Und beim Ra, jetzt ist natürlich beim Ra, habe ich schon das Aleph, wo ich dann ausspreche, und das He, dass diese Radix definitiv, wo wir gesagt haben, das heißt Schauen, Sehen und Lunge, dass die Vorstellungen und das Sehen auch, das ist, wenn du das verstehst, ist ohne zu denken, schaust du was an und du hast es verstanden. Was dir zum Beispiel noch nie aufgefallen ist, wenn ich jetzt behaupte, dass du ein absolut fehlerfreies, grammatikalisch fehlerfreies Deutsch sprichst, unabhängig jetzt, wenn man Dialekt spricht, darum geht es nicht, aber dass jetzt du, Geist, der du mir zuhörst, als Person ein fehlerfrei, grammatikalisch fehlerfreies Deutsch sprichst, muss dir eins klar sein, das stimmt, wirst du nicht verneinen. Wenn ich jetzt aber zu dir sage, wie magst du das, erklär mir mal die Regeln, die du benutzt. Und ich lege jetzt vor dich hin vom Duden Verlag, den Duden, deutsche Grammatik, ungefähr 1200 Seiten, dann wirst du feststellen, du kannst was, wo du eigentlich keine Ahnung davon hast. Du magst das ganz einfach. Ihr kennt doch bestimmt diese alte Anekdote, wie kannst du einen Tausendfüßler dazu bringen, dass er stolpert? Der muss sich nur Gedanken darüber machen, wie er diese Tausendfüße. Solange du nicht denkst, magst du das super. Wenn du einmal drüber nachdenkst, wie du es magst, dann geht es vorbei. Also lass es doch einfach passieren. Ja, so ist das. Das ist einfach. Das ist, und wenn ich jetzt hier diese Siegel nehme, pass auf, und da werde ich dann in eine Tiefe wenn wir gehen. Wir können das immer wieder. Wir nennen mal zum Beispiel hier diese Grundradix, zum Beispiel die Grundradix, dieses Becher, oder wir nennen mal das Jabbat, und dann wird es natürlich ganz, ganz tief, dass man jetzt im Hebräischen, ich habe das natürlich extrem komplex verkodet, was man dann mit dem Tenach-Programm, wo ich euch zeige, ganz leicht überprüfen könnt, damit euren eigenen Namen spielen, wo ich ja schon sage, die Helga, und um eins mal gleich zu machen, es gibt keinen guten und keinen schlechten Namen.
Es gibt bloß einen Geist, der noch nicht in der Lage ist, sich alles so hinzudenken, wie er es haben will. Das ist nur, es gibt keinen schlechten Namen. Weil das wäre ja schon wieder Kreis und Dreieck. Es gibt nur vollkommene Kegel. Und die bestehen, jede Gedankenwelt, die in dir auftaucht, besteht aus einem, zuerst einmal aus einem Widerspruch. Und wenn du das gecheckt hast, da zwei Seiten, wirst du irgendwann nochmal begreifen, dass das zwangsläufig vier Seiten sind. Habe ich in einem der Selbstgespräche, muss ich ganz kurz hier machen. Schau her, das also hier, wenn wir das auch so sehen, haben wir zwei Seiten. Wenn du das als Bewegungsrichtungen siehst, das habe ich in einem gezeigt. Pass auf, erste Bewegung, Polaritätswechsel, zweite Bewegung. Hier wieder ein Polaritätswechsel, dritte Bewegung, vierte Bewegung. Jetzt plötzlich siehst du schon, dass das immer ein Wechsel ist von Polaritäten. Da drüben. Das sind die vier Seiten. Und das ist, wenn wir jetzt ein Achsenkreuz machen, mache ich immer Plus. Das ist Minus hier. Plus. Diese vier Achsen, die kannst du vielfältig einsetzen. Wobei dir eins klar sein muss, das ist jetzt Plus, Minus. Wir können jetzt zum Beispiel setzen, Plus ist Geist, Minus ist Materie, ist getrennt, zusammenhängend, trennend. Dieses Eck ist was sehr Eigenartiges und es führt uns zu den Schienen mit den vier, das klassische 23. Zeigen. Das sind drei Sains und ein Waff. Aha, das ist viel. Das ist das mystische Wissen, das große Geheimnis des 23. Zeichens. Wir lassen nochmal die Endzeichen weg. Das haben übrigens, wenn der die Defilim schon mal gehört hat, die Gebetsriemen. Mhm. Die werden genau angelegt, sieben Runden, dann hier um den Finger rum. Das sind die Gebetsdefilim, die Amdefilim und dann haben die so ein Kästchen vorne an der Stirn, wo sie machen. Und das ist so ein ganz gewissen Rinderleder, wo vorne dieses Zeichen drauf ist. Ja. Die glauben, also die wissen, was das bedeutet, und dann sitzen die und plappern Gebete vor sich hin. Was jetzt hier entscheidend ist, es gibt vier Shin. Das Shin, jetzt müssen wir falten, ich habe jetzt nur blau. Shin rechts punktiert, rot ist plus plus, ist reiner Geist, rot nicht denkbar, verbindend. Shin links punktiert rot, Shin wird zu Sinn, da steckt das Wort Sinus schon drin. Aber rot ist also das plus plus, wird jetzt hier, das kannst du dir eigentlich gar nicht denken. Wenn ich jetzt sage, das ist Geist, ist das Weisheit und das ist Wissen. Jetzt aber verstandenes Wissen. Und der Geist wird zu Wissen und dieses Wissen, das heißt, der Geist fängt an zu urteilen und aus diesem Urteilen, aus dem Minus wird Minus, Minus, das ist die Materie. Das ist Shin links punktiert blau und Shin links punktiert rot. Blau, Entschuldigung, rechts punktiert. Das ist jetzt wieder, dass es wieder in die Einheit geht, weil nämlich du jetzt bewusst dich wieder verbindest und alles eins machst. Bewusst blau. Was du jetzt hier siehst, pass auf, dass du normal in der Schule gelernt hast, war mal in einem Update, dass du in der Schule gelernt hast, dass ein Kreis aus 360 Grad besteht. 90, 90, 90, 90. Und jetzt ist es ja so, dass das eigentlich gar nicht gibt, weil Shin es nicht gibt. Haben wir ein Stück Papier nochmal da. Was? Pass auf, plus plus, kannst du nicht denken, was hier passiert ist. Ich mache das jetzt einmal so, dass du es euch vorstellen kannst. Du kannst dich an das Update erinnern? Ja. Da habe ich, das war das, mit, das war in Verbindung hier. Da wendest du 270 Grad. Ihr wisst, was ich meine. Schau einfach in die Zimmerecke. Wenn wir die Ecke wegfallen lassen, dass wir die zusammenklappen, wenn wir die zusammenklappen, das wird dann jetzt das eigentliche Spiegeleck. Ja, der Tetraederspiegel. Ja, da gehen wir noch weiter in der Holoarithmetik. Ich soll immer wieder, ich erwähne es nur, Leute. Ja. Das wäre ein Thema für sich, das müsst ihr wissen, momentan gar nicht wissen. Ihr wisst, wie oft ich das sage, ich will es euch damit leicht machen, aber ihr werdet neugierig, wenn irgendwann einmal und ihr habt unendlich viel Zeit. Wie ich immer wieder sage, wenn ich euch in zwei, drei Jahren erkläre, wie ich die Schöpfung erschaffen habe, wollt ihr euch die nächsten Millionen Jahre mit mir langweilen. Das ist, weil ich kann dir eins garantieren, ob du das jetzt glaubst oder nicht, du Geist, nur du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, dieses Ich, das rote Ich, wirst du nie mehr bis in alle Ewigkeit in deinem Leben verlieren. Oh,
unabhängig, was du glaubst, wer du bist. Du warst übrigens schon ewig, du hast es bloß vergessen. Ja. Und jetzt kommst du langsam, dass du merkst, hat sich eigentlich jetzt wieder die letzten 20, 30 Jahre an mir was verändert. Nur an dem, was du dir ausdenkst. Aber das verändert sich jeden Moment. Du hast immer dasselbe Ich. Und durch das, dass dir das bewusst wird, du dein Wertesystem, dein Interpretationssystem veränderst, verändert sich auch deine Bilder. Was jetzt wichtig ist, dann haben wir diese, wenn wir das zusammenklappen, weil das rote links punktiere, hast du praktisch bloß ein geistreiches Sinus. Das ist, wenn ich immer sind, wir sind. Mache ich ja so. Ja. Okay, wir sind und dann kommt und dann mache ich die Öffnung mit dem E. Genau. Das ist aber rot. Und jetzt ist immer wieder, wie gesagt, die 22 Zeichen gibt es rot und gibt es blau. Ja. Und das Wir ist jetzt natürlich das Erste, dass das ja schon aussieht wie ein Schirm. Ja. Das ist, es gibt nämlich heute Waffe am Anfang eines Wortes, mit der normalen Sprechensprache ist ja ein Und. Aber jetzt ist es Hauptfantasie, dass dieses W, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel hier, ist ja auch V. Ja. Ich mache ein rotes und ein blaues V. Okay. Und dann kriegst du das schon mehr, dann hast du nämlich diese vier Seiten. Aha. Und wir, wenn ich ein Shin setze, kriegst du Shia, die Logik der göttlichen Rationalität. Weil jetzt zu einem statischen Sinus, der sich öffnet, da nichts vorher und nachher kommt. Das ist nur jetzt, das kann man, wenn man will, wirklich nachvollziehen. Und das sind so kleine Sachen. Spielt selber. Transformier die Worte, spiel mit den Worten. Und dann wirst du die Wunder mitkriegen, immer mehr, dass auch hier immer eine Metapher brauchst. Das ist auch die eigentliche, den Stecken, den ich strecke, bla bla bla. Erst wenn du dann den Spiegel als Symbolik hast, wirst du immer mehr begreifen, wie das aufbaut. Vor allem, wenn wir dann nochmal den Aufbau des Tempels in der Bibel lesen. Das baut, das beschreibt nur dieses Ding. Und es wird dir immer klarer, umso mehr dein Wortschatz wächst. Wenn ich neugierig drauf bin. Ich kann mich auch so des Lebens freuen, unser Schäfer, der mit seinen Schäfchen rausgeht und jeden Morgen sagt, mein Freund ist so, dass ich da bin. Dann ist es doch eigentlich schon geschafft. Und hat er jetzt Spaß drauf, dass er sich langweilt, kann er sich hinsetzen und sich sonst Gedanken machen. Was du nicht magst, du wirst dir nicht mehr den Kopf über die Probleme der Leute zerbrechen, die du dir ausdenkst und nur deshalb da sind, weil du sie denkst. Denk sie doch einfach nochmal. Das ist halt die Frage, wie mache ich das? Man muss halt loslassen lernen. Genau. Es ist, du hast in dir Automatismen. Selbst die geistlos sind. Reaktions- und Werteautomatismen.